Personne n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix. En temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères. En temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Über diese stummen und blinden Väter sagen wir nichts. Haben Sie nicht die Gefahr wachsen sehen? Schweigsam das sich zuspitzende Drama geduldet? Warum haben Sie Ihre Kinder nicht geschützt? Ihr eigenes Fleisch und Blut? Warum waren Sie nicht ungehorsam? Wozu sind Menschen fähig? 11 Uhr, c'est notre tour. Déploiement en tirailleurs, tout de suite. Je ne réfléchis pas, je n'éprouve rien. Simplement, je ne sens plus la fatigue fiévreuse des premiers jours. J'entends la fusillade tout près, des éclatements d'obus encore lointains, et je regarde ces lignes de tirailleurs bleues et rouges qui avancent comme collées au sol. Autour de lui, les avoines s'inclinent à peine, sous la poussée d'un vent tiède et léger. Je me répète avec une espèce de fierté, j'y suis. De ses fils ensevelis, nous allons vous décrire le sort. Nous allons vous en raconter les derniers instants, les derniers souffles, les derniers regards vers la lumière, encore un peu de lumière, mère Licht, les dernières traces d'humanité avant le néant. De quoi l'espèce humaine est-elle capable? Ich setzte die Mündung an die Schläfe des Vereinsklämten, die andere Faust in seinen Uniformrockhals, der Orden und Rangabzeichen trug. Ein Offizier. Mit seinem Klagelaut griff er in seine Tasche. Aber er zog keine Waffe, nein, sondern ein Lichtbild aus ihr hervor, das er mir vor die Augen hielt. Ich sah ihn darauf von einer vielköpfigen Familie auf einer Terrasse stehen. Das war eine Beschwörung aus einer versunkenen, unglaublich fernen Welt. Ich habe es später als ein großes Glück betrachtet, dass ich ihn losließ und weiter vorstürzte. Das ließ mich hoffen, dass er die Heimat wieder gesehen hat. Wir werden euch berichten, wozu der Mensch fähig ist. Ce que nous avons fait, aucune bête ne l'aurait fait, mais nous l'avons fait. Plötzlich blitzte es in den weit ausgreifenden Wurzelwerk und ein Schlag gegen den linken Oberschenkel warf mich zu Boden. Ich glaubte, von einem Erdklumpen getroffen zu sein, doch belehrte mich die Wärme des reichlich strömenden Blutes bald, dass ich verwundet war. Aus den Tiefen des Waldes von Vœuvre, dem Reich der Geister der Verstorbenen, am Horizont der Weiten der Champagne, entlang des Flusses Somme, an den Grenzen der Marsufer, unter dem bleiernen Himmel und in diesen sternklaren Winternächten, hört, wie sich die Stimmen der gekreuzigten Soldaten erheben. Hört das Wehgeschrei unserer geopferten Kinder aufsteigen. D'Ernst l'Allemand et de Maurice le Français. Voici les récits. Les récits de ses fils partis insouciants et véhéments, obéissants et consentants, jetés en enfer. Et qui, une fois revenus par le destin épargné, n'ont pu survivre qu'en témoignant des morts. Dur et sec, un choc a heurté son bras gauche. Il est derrière moi, il saigne à flots saccadés. Je voudrais le ramener à mon flanc, mais je ne peux pas. Oh ! Chamisa
Welches Gewicht hat unsere Stimme neben der ihrigen? Wir maßen uns nicht an, ihre Kraft und ihr Recht zu haben, das Andenken dieser Soldaten und ihrer Begleiter fortzutragen. Wir können lediglich ihre Berichte vortragen und mit euch deren Menschlichkeit teilen.